Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Im Rahmen der Medizinakademie des Roten Kreuzes darf ich Sie herzlich begrüßen. Es ist Sommer. Es gibt eine Reihe von Insekten, Mücken, Wespen und so weiter. Und es gibt eine Reihe von Stichen dieser Insekte. Als Spezialisten ist es uns gelungen, Herrn Dr. Meyer-Rogge, Hautarzt aus Karlsruhe, zu gewinnen. Und Herr Dr. Meyer-Rogge, herzlich willkommen. Fangen wir mit einem Kinderspruch an. Drei Hornissen können einen Menschen töten mit ihren Stichen. Ist das wahr? Ich grüße Sie ganz herzlich. Wie Sie schon sagten, es ist ein Mythos. Drei Hornissen können keinen nicht allergischen Patienten töten, denn auch das Hornissengift entspricht dem Wespengift. Es ist nur etwas mehr, sodass es schmerzhafter ist, aber mehr passiert da nicht. Nun gibt es ja unterschiedliche Stiche bei Bienen, Wespen, Hummeln, Hornissen. Was sind denn die Unterschiede? Die eigentlichen Stiche sind nicht sehr unterschiedlich. Die Hummeln gehören zu der Art der Bienen. Aber da Bienen, wenn sie einen stechen, selber sterben müssen, weil ihr Stichapparat sozusagen verloren geht, sind es sehr, sehr friedliebende Tiere. Und die tun uns auch nicht viel, weil sie nicht mit uns konkurrieren um gewisse Nahrungsmittel. Dagegen Wespen, das weiß man, die sind in der Bäckerei, die sind an Lebensmitteln, die wir haben, und die können halt stechen und ihren Stachel wieder rausziehen. Und dadurch sind sie grundsätzlich viel angriffslustiger und die Gefahr, von einer Wespe gestochen zu werden, ist viel, viel größer. Eine Hornisse zum Beispiel ist vom Gift gleich, aber eine Hornisse ist ein ungleich friedliebenderes Tier im Vergleich zur Wespe. Also vor Hornissen braucht man keine Angst haben. Und die Hornisse ist so groß, sie hat auch vor uns Menschen keine Angst. Also wenn man sich nichts tut, kann man mit Hornissen ganz harmlos umgehen. Gibt es unterschiedliche Folgen bei den Stichen von Mücken, Kriebelmücken oder Knitten und Bremsen? Bei den Mücken, die stechen, um ein Tröpfchen Blut zu haben, ist die Folge, sie spritzen vorher etwas Histamin in die Haut. Histamin ist das, was auch im Brennnesselgift drin ist. Und das führt zu einer vermehrten Durchblutung, damit sie halt besser ihr Blut raussaugen können. Und dieses Histamin ist das, was juckt. Mehr aber nicht. Die Kriebelmücke, die zwar Mücke heißt, aber zu den Bremsen gehört, die macht das ganz anders. Grundsätzlich legen Bremsen, und die Kriebelmücke gehört dazu, auf der Haut ihre Eier ab. Und danach stechen sie und möchten, dass die Reaktion extrem schmerzhaft ist. Denn sie möchten, dass in dem Fall ein Mensch oder ein Pferd oder eine Kuh an der Stelle leckt und die Eier, die sie auf der Haut abgelegt haben, aufleckt. Und dann können sich die Nachkommen, nämlich im Magen-Darm-Trakt des Wirtes, ernähren und kommen irgendwann hinten wieder raus. Und deswegen ist ein Stich von einer Kriebelmücke oder von einer Bremse, man nennt sie auch Pferdebremse, viel, viel intensiver als von einer Mücke. Was viele befürchten, ist, dass ein Insektenstich eine allergische Reaktion auslöst. Die kann auch in Form eines anaphylaktischen Schocks sich auswirken und tödlich sein. Wie erkenne ich so eine schwere allergische Reaktion und was kann ich dagegen tun? Also schwere allergische Reaktion erkenne ich daran, dass der Patient unruhig wird, dass er Herzrasen bekommt, dass er Luftnot bekommt, dass er errötet. Und da ist halt schnelle Hilfe unbedingt nötig und dann sofort den Notruf wählen und dann natürlich schildern, um was es geht. Gibt es eine Möglichkeit, sich beim Hautarzt auf eine Insektenallergie hin testen zu lassen? Ist das sinnvoll? So eine Testung ist absolut sinnvoll und ist bei uns Dermatologen auch möglich. Und wir machen das alle. Wichtig ist es, dass man aber nach dem Stichereignis 4 Wochen wartet, bevor man sich testen lässt. Die allergischen Reaktionen oder anaphylaktischen oder anaphylactoiden Reaktionen sind ja die gefürchtetsten Komplikationen. Wie häufig sind sie eigentlich? Glücklicherweise sind es im Prozentbereich der Patienten, die mit einer Lokalreaktion auftreten. Und die anaphylaktischen Reaktionen sind noch viel, viel seltener.
Herr Dr. Mayer-Rogge, vielen Dank. Das waren praktische und schnell umzusetzende Maßnahmen gegen Insekten, Stiche und Gifte. Vielen Dank, dass Sie uns so gut beraten haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie können gerne diese Sendung verfolgen über den YouTube-Kanal. Abonnieren Sie uns und Sie haben immer die beste Information und Nachricht. Und zum Abschluss, vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Bleiben Sie gesund. Ade, bis zum nächsten Mal.